So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Zu einem weiteren Part von Mario Kart 8. Wir machen weiter mit dem 200er Hubraum. Wenn das Ganze hier mal laden würde. Danke. So, und ich habe mir überlegt, wir reden jetzt einfach mal in diesen und eventuell dann auch in den nächsten Parts. Über die E3, weil das konnte ich ja auch nicht. Ich konnte ja kein Video zu der E3 machen währenddessen. Das wollte ich ja eigentlich. Ich wollte immer so am Abend nach der E3 oder irgendwie Tag drauf oder so, weil vieles war ja auch nachts, immer ein Video hochladen mit zum Beispiel eben Mario Kart oder auch einem anderen Spiel. Hätte ich mir dann noch überlegt, für die Informationen. Das muss ich halt jetzt alles nachholen. So, Grand Prix, 200er Hubraum. Jetzt kommt der Blumen Cup. Das Ganze mit Baby Luigi. Baby Luigi bekommt... Was bekommt ein Baby Luigi für ein Auto? Ist Luigi ein Mercedes-Kenner? Ich weiß nicht. Die sind ja alle nicht so sehr, ne? Luigi kriegt den Silberpfeil von Mercedes. Was soll's? So, zusätzlich bekommt er die Slicks violetten Reifen. Die hatten wir zwar, glaube ich, schon. Bin ich mir nicht schon ziemlich sicher. Aber es kann einfach nicht unendlich so weitergehen, auch mit den hier Gleitern. Das sind einfach verhältnismäßig gegenüber den Autos einfach weniger. Deutlich weniger. Deswegen, was passt dazu? Ja, eigentlich vom Lilanen her. Wario, ne? Dann bekommt ihr den Mario-Gleiter spendiert und wir machen weiter mit dem Blumen-Cup. Ich hoffe, dass wir diese Reihenfolge auch letztes Mal gemacht haben, aber ich glaube schon. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe mir jetzt mal in das erste reingehört, das ist, müsste jetzt eigentlich sogar perfekt sein von der Lautstärke her. Ich hoffe es. So, ich habe jetzt das nochmal in die Mitte gestellt. Ist hoffe ich, meist es nochmal minimal lauter. Jetzt müsste es eigentlich perfekt sein, aber man kann es ja auch einfach einstellen am Computer. Ich müsste eigentlich schon ganz gut sein jetzt. Von der Kombination. Gut. Marios Piste. Jawohl, hey, was geht ab? Das ist ja mal ein geiles Auto. Ich bin die Mercedes-Autos nur einmal gefahren und das war, als sie rausgekommen sind. Larry, das kannst du vergessen. So, und ich würde sagen, wir fangen natürlich mal, wenn wir schon Mario Kart spielen, natürlich mit Nintendo an. Da kann man witzigerweise eigentlich ja gar nicht so viel sagen, außer The Legend of Zelda. Und zwar Breath of the Wild. Das Zelda-Spiel für die Wii U als auch für die NX, was nun endlich offiziell vorgestellt wurde. Ganz viel Gameplay-Material hat Nintendo uns nun, ja, haben wir spendiert bekommen von Nintendo. Und es sieht einfach mega geil aus. Muss ich einfach sagen, ich bin nun jetzt ja kein riesiger Zelda-Fan. Also ich habe hab mir noch keinen wirklichen Zelda-Teil hierzu gespielt. Was soll das? Was soll das? Ganz ehrlich, immer diese blauen Panzer. Und ja, ich muss aber sagen, es sieht einfach mega geil aus. Auch die Kombination jetzt so, dass es eine Open World ist und so, es sieht einfach mega nice aus. Na verdammt. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich finde auch, dass Link jetzt mal mit dem blauen Anzug eigentlich auch mal ein bisschen anders aussieht. Also klar, sieht man dann anders aus. Dass er besser aussieht. Ja, mal schauen, wie man es formuliert. Na, sag mal, was los? Und ich finde es im Großen und Ganzen eigentlich echt genial, was sie jetzt hier auf die Beine gestellt haben. Leider kommt es erst nächstes Jahr raus. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon in einem anderen Video mal erzählt. Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall weiß man ja, dass es jetzt im März 2017 erscheinen wird. Genauso wie die NX, aber genau die Information habe ich euch, glaube ich, schon mal gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das wurde halt jetzt auch nochmal gesagt.
dass es jetzt im März auf jeden Fall nächstes Jahr erscheint und dass es halt eben auch eine Wii U-Version gibt und man konnte auch ausschließlich die Wii U-Version auf der E3 spielen, beziehungsweise wurde präsentiert. Die wollen einfach noch nichts von der NX preisgeben, weder Grafikleistung noch sonst irgendwie etwas, um es einfach so spektakulär wie möglich zu halten. Kann man weiterhin so positiv wie negativ sehen. Man weiß jetzt, man weiß es auch ungefähr, wann die ersten Informationen erscheinen sollen. Der Nintendo-Chef hat jetzt offiziell bestätigt, dass die ersten offiziellen Informationen zu Nintendo NX, beziehungsweise sogar die Vorstellung der Konsole, im Herbst erscheinen sollen. Also nicht sogar erst im Winter oder so, sondern schon, sag mal, relativ früh. Trotzdem ist es halt noch ein halbes Jahr ungefähr. Herbst ist ja auch ein relativ großer Begriff. Kann auch schon September sein, wobei ich halt wirklich eher so von Oktober, November ausgehe. Also, ich sag mal, zwischen September und November gehe ich jetzt mal davon aus, werden dann die Informationen zur NX preisgegeben. Und ich meine, wenn es dann eh erst im März erscheint und jetzt nicht zur Weihnachtszeit, ist es ja eh egal. Wir wissen jetzt, dass was kommt. Wir wissen, dass die Wii U tot ist. Muss man wirklich so sagen. Hat Nintendo selbst auch nochmal jetzt offiziell gesagt. Die Wii U, ja, ist einfach nichts mehr, auf was man irgendwie noch wetten sollte, dass die noch was bringt. Das neue The Legend of Zelda wird auch das allerletzte Wii U Game sein. Am Anfang hat man ja gesagt oder noch die Hoffnung auch gehabt, dass die Wii U ja trotzdem noch weiter bestehen bleibt. Die bleibt doch weiterhin bestehen, also sie wird noch weiterhin verkauft. Zumindest bis jetzt. Wer weiß, wie Nintendo das vielleicht nächstes Jahr sogar sieht, wenn sie sehen, es geht gar nichts mehr. Aber bisher wird sie auf jeden Fall, soll sie nebenher auch verkauft werden. Aber es werden keine neuen Spiele mehr kommen, das heißt, dann wird sie vielleicht noch ein, maximal zwei Jahre bestehen bleiben und dann wird sie sowieso aus dem Sortiment genommen. Ich glaube sogar, wenn überhaupt, dann höchstens noch ein Jahr. Und ja, also die NX wird auf jeden Fall hoffentlich eine Revolution für Nintendo. Ich meine, ich werde es mir holen, ganz klar. Ich bin da jetzt schon total gespannt drauf, egal was es sein wird. Jetzt soll sie ja wirklich wieder solche Spiele-Sticks bekommen, nenne ich sie jetzt mal. Mir fällt der Name gerade nicht ein, wie bei der N64 oder SNES oder so. Ist ein bisschen oldschool-mäßig, fände ich aber auch ganz geil. Was mich nur ein bisschen interessiert, aber wie gesagt, dafür kenne ich mich bei solchen Sachen wieder zu wenig aus, wie es dann möglich sein soll, so eine gute Power auf so eine Karte zu bringen. Auf der anderen Seite, man schafft es ja auch auf eine CD und letztendlich hat man es halt nur oldschool-mäßig im Kopf, weil man das halt von früher kennt. Aber es soll sogar offiziell eigentlich besser sein als CDs. Ja, müssen wir einfach mal gespannt bleiben. Es wird sich schon ergeben. Ich denke mal, da wird schon was Ordentliches zusammenkommen. Nintendo wird das schon richten, weil wenn sie die NX nicht gut verkauft kriegen, beziehungsweise wenn die NX ein Reinfall wird, dann ist Nintendo weg. Dann ist Nintendo weg vom Fenster. Wenn sie die NX jetzt nicht richtig, nicht perfekt rausbringen, dann war es das. Zumindest größtenteils. Weil dann haben sie eigentlich nur noch den Handheld und dann ist aber, was Heimkonsole betrifft, Nintendo am Ende. Ich glaube, wenn die NX reinfällt wird, bin ich mir um ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob Nintendo dann überhaupt nochmal was weitermacht. Weil die Wii U war einfach so ein Reinfall. Wenn man. Die hat doch wirklich. Hat Nintendo Minus gebracht. Die Wii U hat, soweit ich weiß, keinen wirklichen Erfolg gebracht. Also auch vom Geld jetzt her. Ich meine sogar, dass sie damit jetzt sogar auch dann letztendlich sogar schon fast Schulden gemacht haben. Also von der reinen Konsole her. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Ich weiß nicht. Nintendo könnte oder kann so viel machen. Deswegen bin ich da auch noch sehr optimistisch, dass die NX auf was wird. Und man muss auch einfach sagen, es ist einfach immer Geschmackssache.
Ich zum Beispiel mag die Wii U total. Ich verstehe auch nicht, dass die Leute die Wii U so schlecht reden. Es ist halt sehr speziell und es ist halt auch eine spezielle Taktik, muss man einfach dazu sagen. Nintendo haut eben nicht 20 Spiele pro Jahr raus, sondern, sage ich als Beispiel jetzt, ne, ich sehe das jetzt nicht durch, sondern halt nur die Hälfte, sondern 10, als so 10 große Spiele. Und dafür versucht es halt aber in seinem Monument zu sein. Da ist eben halt kein Call of Duty, kein Battlefield oder so dabei. Das haben sie am Anfang auch gemacht mit dem Black Ops. Ich glaube, bei Black Ops 2 war das, ne? So, aber es war einfach auch nicht gut und es gehört auch nicht dazu. Was war das denn jetzt? Nintendo bleibt halt einfach so bei seinen berühmten Figuren und das ist auch besser so. Man muss halt eingestehen, wenn man ein Nintendo-Fan ist, dass man halt eine zweite Konsole braucht. Weil es halt erstens, wenn man sonst wirklich nur alle Vierteljahre mal, sag ich mal, ein Spiel spielt, weil wenn mal ein Spiel rauskommt, das ist auch nicht, dass man das mag. Und da ist halt natürlich noch relativ wenig Auswahl. Es sind halt die so typisch Mario, Donkey Kong, Zelda und Sonic und was weiß ich, was noch alles gibt. Aber es ist halt eben keine großen Ego-Shooter, kein Action-Adventure in dem Sinne wie Assassin's Creed oder Rollenspiele wie The Witcher. Dann braucht man eben entweder noch einen PC, was ja auch viele machen, oder halt dann eben noch eine zweite Konsole. Aber Nintendo war halt schon immer eine zweite Konsole. Meiner Meinung nach, wenn man auch die Zeit hat, also man sagt, ich spiele eh kaum und dann halt wie, dann ist natürlich auch noch was. Aber ich sag mal so, Gaming-Leute, aber das ist ja dann noch meistens der Fall, dass sie eine zweite Konsole haben, brauchen eben auch, sag ich mal, eine zweite Konsole oder halt eben, wie gesagt, PC. Weil man will einfach auch mal was anderes spielen. Also ich könnte es jetzt zum Beispiel nicht durchgehend nur Super Mario Maker oder Mario Kart oder sonst was. Ich finde es macht immer richtig Laune, es ist für Partys gut zu haben, aber man braucht doch einfach mal was anderes. Deswegen, und ich glaube, das ist vielen immer nicht so ganz klar, dass Nintendo einfach immer was Spezielles ist. Das kann man einfach nicht wie bei Sony und Microsoft vergleichen, ne? Was ist jetzt besser von den beiden oder so. Und das kann man ja eigentlich auch nicht so gut. Ich meine, die einen haben diese Exklusivtitel und die anderen haben diese Exklusivtitel. Warum hat er eine Banane? Warum? Aber naja. Also, schaut euch ruhig mal, wenn ihr es noch nicht habt, die ganzen Gameplay-Videos und Trailers zu dem neuen The Legend of Zelda an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, die nächsten E3-Informationen bekommt ihr dann im nächsten Part. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, lasst ein Like da und wenn ihr es noch nicht habt, auch abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.